Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Ein Leben, ein Tod mit Stefan und mir, dem Omme. Grüß dich, Stefan. Hallo. So, wir sind hier immer noch am Stadt klarmachen. Das ist natürlich für zwei Leute hier ordentlich Stadt, finde ich. Und deswegen geben wir uns auch Mühe und geben auch richtig Gas, dass das mal hier was wird endlich. Wir versuchen unser Bestes. Richtig. Und ich habe hier noch ein paar Seeds, die muss ich mal loswerden. So, das. Und wollte später noch ein bisschen Wasser besorgen. Und mir hat vorhin eine eingeschenkt und dann nehme ich mir einfach mal eine Painkiller. Weil im Moment können wir uns noch erlauben. So, ich gehe jetzt mal Richtung. Geht's noch, ja. Genau, ich gehe nochmal Richtung Süden und werde mal gucken, ob wir da noch ein paar Häuser haben zum Looten. Ich glaube, Häuser haben wir noch ewig viel zum Looten. Da haben wir sicher genug, ja. Oh, Keller. Mittlerweile wird das Material besser, was wir haben. Wird bei jedem Hausbesuch besser. Ja. Oh, ganz safe. Oh, Überraschung, Überraschung. Schon der zweite oder dritte? So, guck mal rein, oder? Auf jeden Fall. Dauert wieder. Aber es lohnt sich, hoffe ich. Ja, ich werde mal in dieses Kino reingehen. Das Kino ist Todes. Genau. Pass auf, da läuft gerade Zombie-Apokalypse. Mit Lars Norris. Lila Pumpgun Shotgun Parts. Naja. Ich mag fast die Pistole lieber. Ich weiß nicht warum. Oh, Gläser. Ich wollte doch Gläser auffrischen. Genau. Wenn du fürs Kino ein bisschen Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, da komme ich nochmal nach. Oh, hier sind nur ein paar Zombies. Nicht viel. Oh. Boots. Neue Boots. Ah, nee, die anderen sind besser. Blau ist besser wie Orange, keine Frage. Auf jeden Fall, ja. Brauchst du orangene Boots? Ich denke, ja. Ja, dann hebe ich die mal auf für dich. Kannst du aufheben, ja. No? Beim PC-Fass erwischt. Ja, passt ab bis Nacht, ne? Ja. Auch dich hier noch. Wenn uns der Lars schon verlassen hat. Ja. Extra. Ja. Der liebe Lars. Mit ihm nochmal eine Runde SimCity spielen, glaube ich. Es stirbt auch keiner so schnell hier. Oh, hier liegt ein Chest. Ist leer. Oh Gott. War in einem früheren Leben schon mal hier. Hier liegt eine Chest auf dem Dachboden. Oh, Rock. Oh, Rock. Oh, Mann. Ja, das Kino ist ziemlich groß. Ja, oft so. Ich hoffe, die spielen heute was Gescheites. Na, sag mal Bescheid, was für ein Film läuft, dann komme ich. Hm? So, da war ich schon mal drin, glaube ich. Ja, da war ich schon mal drin. Auf jeden Fall. Da auch. Und hier weiß ich nicht genau, ob ich alles schon hatte.
Warst du los gerade? Ich bin noch im Süden unten bei den Da ist Häusern. gerade ein Benzinfass in die Luft geflogen. Bei mir nicht, nee. Also ich habe hier gleich Partybesuch. Wir machen so einen kleinen Umtrunk hier zusammen. Ja, da ist schon der erste Freund von mir. Der Day auf der Gästeliste. Ja, den habe ich eingeladen. Okay. Das war einer von den Freunden. Oh, schöne Bullets hat er. Der hatte schöne Bullets dabei hier in seinem. Also der Tote jedenfalls. Oh oh. Mein Bogen ist im Arsch. Du glaubst gar nicht, was ich gerade gefunden habe von der Krankenschwester. Eine Motorsäge? Nein. Blaue Pillen. Blaue Pillen? Ja. Ich hätte gerne lieber die rote. Also draußen steppt der Bär. Ich weiß nicht, ob ich nochmal rauskomme. So. Es knurrt. Das ist aber nicht gut, wenn etwas knurrt. Elf Munition habe ich noch. Die wollen alle hier rein. Die Gangster. Wow. Helmut, erschreck mich nicht so. So, den loot ich mal und dann pack ich mal um hier. Steine und Bücher, genau. So, jetzt habe ich mal aufgeräumt mein Inventar und gleich okay. Die Hälfte am Platz gewonnen. Ja, das hilft oft ungemein. Ja. So, drehen wir uns mal so rum. Oh, da kommt was. Ich sag ja, ich habe keine Kugeln mehr. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Schmach. So, wir haben Bücher zu lernen. Mal gucken, ob wir die schon kennen. Ja, das kenne ich schon. Das kenne ich auch schon. Dann craften wir den mal weg. Da machen wir schönes Papier draus. Das liegt nicht so auf der Tasche rum. Ja, muss ja platzsparend denken. Snacken wir noch was? So. Und dann haben wir noch Platz dafür. Das ist gut. Wieder zwei Plätze gewonnen. Ne, einen, weil ich habe hier die leere Dose dabei. Oh. Okay. Den haben wir dabei. Das machen wir nochmal klein. Gut. Ja, nochmal ganz. Bin gerade ein bisschen aufgeregt hier, deswegen gerade so ruhig. Naja, hier geht's auch gerade ziemlich zur Sache. Also immer noch, wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Dann komme ich mal rüber. Shit, jetzt habe ich den Knochen wieder dabei.
So. Okay, ich habe alles hin und her gekraftet. Okay. Schlecht. Sehr schlecht. Wow, ja, hier kommt die halbe Stadt. Wo? Ich bin hier. Au. Fuck. Etwas westlich. Fuck. Ach. Ich blute. Komm zu dir. Hast du einen Verband mit? Sicher, sicher. Ich muss nur gucken, weil hier ist die Treppe kaputt. Der ist da runtergefallen. Ich muss ein bisschen zurück. Verband. Hier. Ich nehme mal. Nee, ich nehme den hier. So, dann schneiden wir uns mal einen Verband um. Hier im Haus ist Party. Ja, hier auch. Das ist die Party-Villa. Nein, jetzt liegt der Gore-Block vor mir und ich komme nicht raus. Wir haben deine Bartegeste auch nicht ordentlich aufgeräumt. Nee. Und dann zieh ich mal die Unterhose aus. Ich bin mal unterwegs zu dir, weil die Leute hier waren mir etwas zu viel und das ist ja auch bald 5 Uhr. Okay, jetzt weiß ich auch, warum hier Aktion ist. Das war mutig. Ich hoffe, der holt nicht aus. Wenn der ausgeholt hätte, wäre ich tot. Ganz ehrlich, da wäre ich tot. Bist du im Haus? Ich bin unter der Treppe. Oh. Nicht schießen. Hui. So. Also ich hatte jetzt ein bisschen Spaß hier. Gut. Aber noch nicht gut genug. Dann war Painkiller. Painkiller da. Ich schneck mal eine Painkiller. Jetzt wieder besser. Und dann würde ich gerne hier oben noch das Haus. Wir haben nämlich noch vor 5. Ist noch keine Ausgangssperre. Genau. Und solange mein Bogen noch funktioniert. Hey. Solange der Bogen noch funktioniert. Sammeln in der Zwischenzeit das Aloe Vera ein. Ja, ich brauche mal 3 Plants, weil mein Bogen ist gleich weg. Oh. Aber Stickies haben wir noch. Ne, nur noch 3. Dann nehmen wir uns mal ein paar Stickies mit. Oh, Freunde von dir habe ich hier eingeladen. Ja. Okay, Bogen ist fertig. Dann brauche ich Knüppel aus dem Sack. Mit Pistole und hau mit dem Dings hier rum. Da kommen noch 3. Scheiße. So, den werfe ich jetzt erstmal weg. Der ist nämlich Tinnef. Da sind noch welche unterwegs, warte. Ja. Schmutziges Brot hatten die dabei. Pistolenhülsen kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ich glaube, ich bin voll genug. Ich würde dann jetzt mal von mir aus den Rückweg einschlagen wollen. Vielleicht doch dann ja, bald. Die Krankenschwester noch schnell. Ja, ich muss nämlich mal zurück. Ich kann gar nichts im Moment. Kann ich noch irgendwas? Ich kann das hier noch. Und dann kann ich das hier noch. Jetzt haben wir wieder ein paar Plätze frei. Und dann bräuchte ich noch jetzt 2 Steine. Warte mal, 2 kleine Steine brauche ich noch. Ganz kurz Ruhe hier. Ja.
So, Steine habe ich. Dann machen wir uns hier noch. Oben kommen dicke. Oh, fuck. Ja. Nee, das esse ich jetzt nicht. Gut. Oh, ein Spider. Oh je. Ich habe ihn. Aber der war ja ruhig noch, oder? Der gerannt. Er hat mich gesehen. Er schreit so rum, ne? Mal schauen. Was dabei hat. Schreihals. Ja. Nur Papier. Schere, Stein, Papier. Aber ich gehe jetzt Richtung Haus. Es ist schon bald 5:30. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen Iron Fragments mitnehmen. Weiß nicht warum, aber irgendwie tut's mir Eisen an. Hm? Weil es auch gerade hier rumliegt. Ja, wenn sonst keiner braucht, wir nehmen schon. Ja. Eisen kann man immer gebrauchen. So, ihr Lieben. Für den Dicken werde ich jetzt keine Munition mehr ausgeben. Der muss so funktionieren. Geh kaputt. Bisschen Energie habe ich noch. Kölle, Kölle ist der hart. Okay. Warte mal ganz kurz. Hutschi! Gesundheit. Gut. Jetzt ist er weg. Okay. Bedeutet für mich, ich werde jetzt mal nach Hause gehen. Es ist 5:30 durch. Ja. Und dann werde ich mal eine Pille nehmen. So. Ein bisschen Platz für Eisen hätte ich noch. Ah, du machst schön die Bäume weg. Das ist gut. Ja, mir haben es die Bäume angetan. Haben wir schon 4 Tage überlebt. Das ist ja echt Wahnsinn. Ob wir den 10. Tag auch überleben? Ich glaube, die ersten 2 Tage sind schon schwierig und wichtig. Ja. Und dann läuft's, würde ich sagen. Dann hat sich das Biom an dich gewöhnt. Als Störenfried. Hast du jetzt nochmal ein bisschen Fleisch oder so? Nee, gell? Schweinefleisch hat's nicht geholt. Nein, nein. Ich habe gar kein Schwein gesehen. Okay, alle Schweine weg. Alle Schweine tot. Schade. Ich will jetzt aber trotzdem schon reingehen. Mhm, ja klar. So, jetzt fängt 6 Uhr an gleich.
Ich habe nichts mehr zum Reparieren dabei. Muss nach Hause. Gut. Der Oma geht heim. Das bedeutet, da sind wir wieder am Ende einer Folge angelangt. Jetzt kommt wieder die Nachtfolge. Wir haben Koffer vollgepackt, Stefan und ich. Ja. Mit ordentlich Stuff. Und wollen wir mal schön einschmelzen nochmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Da freuen wir uns beide. Also im Moment ja nur ich, ja. Schreibt was in die Kommentare rein. Und lasst ein Abo da. Bei mir und beim Stefan. So wie immer. Herr immer. Okay? Auf jeden Fall. Weil. Und dann macht's gut. Viel Spaß. Ein Leben, ein Tod. Es geht weiter. Bis dahin. Nächsten Mal. Genau. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.